Schönen guten Tag. Vielen Dank, Herr Christ. Ich weiß das. Schönen guten Tag und willkommen zurück zu das epische Display mit mir und Mogi, bei mir 8 und 8 Bit, bei ihm in normal und... Oh nein, ich habe irgendwas gemacht, es hat aufgehört zu hängen. Oder? Ja, ich habe was Doofes gerade gemacht, egal, aber nein. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade meine Hütte eingerissen und... Jetzt brauchen wir Holz erstmal. Wieso reißt ihr die einfach ab? Guck mal, siehst du meine Hütte? Ich habe die nicht eingerissen, ich habe es einfach ersetzt. Man kann das Holz einfach dran klatschen, das weißt du? Wie ihr seht, erst so ein Weichei und klatscht einfach das Holz dran. Ja, das alte wird einfach eingerissen und das neue direkt reingeklatscht. Wie ihr sehen könnt, ist das voll das Weichei. Ich mach's Hardcore-Modus. Ups, habe ich weggepackt auszusehen. Du kannst aber Holzwände machen, ne? Ja, ich mach Holzwände. Kannst du mir welche machen? Auch gleich noch. Ich bin weiter weggegangen, kann ich gleich machen. Weil ich hab das nicht geskillt. Nein. Ba-ba. Oh, ich kann nicht mehr da rennen, sehe ich gerade. Ich habe so Holz dabei. Oh, hab ich halt gekackt, das. Die Gegner so aus den Augen verlieren, ne? Und die Stärker müssen wahrscheinlich gar nicht nutzen, oder? Nur zum Verteidigen. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Manche Pflanzenfresser zu jagen ist total unnötig, weil sie genauso schnell rennen wie ein man selbst, wenn man deswegen kann man ja auch Laufgeschwindigkeit höher skillen. Hier, Movement Speed. Ach, ich bin schon wieder fast verdurstet. Ich hab dir doch ein Wasserding gemacht. Ich hab's nie gefüllt. Ah, Fallschaden. Oh Mann, jetzt hat er noch ab, blöder Fisch. Immer diese Gegner, die abhauen, ne? Das stimmt. Ah, wo habe ich denn gebrochene Knochen plötzlich her? Vor einem Rennen eiskalten gebrochene Knochen geholt hier. Nein! Mogi, help! Mogi! Ich wo bin bist direkt du? Bei dir, help! Wo ich seh dich nicht? Hier! Hier, help, ich habe ein gebrochenes Bein, ich weiß nicht, wo das herkommt. Hinter mir. Er ist schon weg, er geht weg. Als ich da oben am Stein war, kam er noch direkt hinter mir her. Wo kam das gebrochene Bein plötzlich her? Mitten im Rennen ist es auf einmal gebrochen. Warte, wiegst du zu viel? Nein. Wursten, heiß. Leben fast down. Am besten kommt jetzt noch ein Fisch und one-shot mit mir. Ja, pass auf, das ist eine Piranha in der Nähe. Okay. Hier kann ich. Doch, da ist einer. Er hat mich one-shotted. Ehrlich, bist du gerade wirklich gestorben? Ja. Zack. Aber ich bin am besten gestorben. Ich komme einfach alle Sachen drauf. Jetzt werde ich 5 Minuten lang gar nichts machen. Ich werde bauen, Holz sammeln, chillen. Hauptsache ich sterbe nicht direkt nochmal. Und wieso guckt die Flosse vom Eier hinten so hoch? Oh mein Gott. Der Fisch und da ist meine Leiche. Der Fisch ist direkt bei meiner Leiche. Oh mein Gott. Los Nummer 2. Komm mit. Oh. Dann öffne das Inventar. Take all. Escape. Zurück. Oh, ich liebe. Oh Nummer 2, ich liebe dich.
kostenlos. Ah, du hast ihn wirklich erlegt? Das war mein Level 8. Aber ich wollte ihn doch sehen. Der hat uns 12 Fleisch gebracht, lecker nicht rum. Dann suchen wir jetzt einen anderen. Nein, ich suche mir nicht jetzt einen anderen. Guck mal, chill. Plan. Nichts tun. Bis. Okay, Mogi, gib mir dein Holz. Ich hab kein Holz. Und wie soll ich dir Holzwände machen? Ich brauche erstmal einen Holzboden und dafür sammle ich gerade selber Holz. Okay. Noch ein Level ab und kann wieder Sachen machen. Ah, hey, ein Wut. Oh, ich sollte nicht so schnell rennen, weil wenn ich so schnell rennen kann, wird es nur mehr laggen. Ich gehe mal auf Durst bisschen. Aber das nervt mich. Okay, ja, stimmt, da habe ich ja gedacht. Also ich renne auch schon 102% schnell. Lag bei dir, Holz bei dir. Wie sieht es aus mit deinem Leben Nummer 2? Winter. Ich bin so stolz auf dich, Nummer 2. Achso, ja. Klamotten anziehen. Ist auch mal eine gute Idee. Kannst du mir später Schuhe machen? Schuhe machen? Du hast doch alles, was du brauchst in deiner Natur, glaube ich. Ich habe jetzt keine Handschuhe. Ich habe nicht die Fähigkeit, Handschuhe und Schuhe zu machen. Oh. Sowas musst du skillen, auch wenn auch sowas muss man einfach skillen. Sonst kannst du später die Sachen ja gar nicht skillen, alles. Am Ende musst du sowieso alles geskillt haben. Skill das jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nummer 2. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh mein Gott. Ich bin tot. Warum ist er tot? Raptor, bei uns. Das ist Level 92. Warum ist er mal bei uns? Ganz einfach, wir müssen ihn einfach nur wieder zum Pflanzenfresser da hinten locken. Witzig. Nein, Nummer 2. Da läuft etwas. Ist das der Raptor, den du meinst? Oder ist das Nummer 2? Nummer 2 wird nicht rumlaufen. Was? Nummer 2 würde nicht rumlaufen, oder? Ah, ich weiß. Vielleicht läuft Nummer 2 gerade automatisch zu mir, weil es wäre steht. Nummer 2. Danke, du hast dich für mich geopfert. Okay, okay, jetzt muss ich so eine ganz traurige Musik da einfügen. Oh, das war ein richtig dicker Lag. Aufnahmeprogramm Lag. Bam, bam, bam. Die 5 Minuten dürften bald um sein. Was? Die 5 Minuten dürften bald um sein, in denen ich nicht sterben darf. Und gerade auch nicht. Ich überlebe so knapp. Ich muss schnell was trinken, nur weil ich verdurste und... Alter, ich bin immer noch gerade so ein bisschen geschockt, ne? Wegen dem Raptor oder wegen... Nummer 2. Tja, wollte ich auf Nummer 3. Irgendwann heißt man Dinosaurier 121 und so weiter. Hast du gerade einen Stein kaputt gemacht? Ja. Yep, der Rest ist hier reingefallen. Das Wasser. Kurz warten. Wo ist denn die... Nein. Los. Ich sehe Nummer 2. Er liegt da drin. Ich
Vielleicht ist er nur gelähmt und ich kann ihn ja auch retten. Vielleicht. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert ist, ist dann wahrscheinlich, weil... Beispiel passen die Beute? Ja. Guck mal! Ja? Hilfe! Ach, Mogi! Ich würde nur an dem sterben. Komm her, ich töte dich. Oh, was? Was? Guck mal, du brauchst eine scheiß Tür. Ist er reingekommen? Ein bisschen zu groß ist er dafür. Er steckt fest. Läuft. Guck dir das mal an. Ich kann gerade echt ein Bohr, voll weit weg. Okay, ich greife ihn an. Guck mal. Der ist voll und ganz auf mich konzentriert. Geht zu... Nein, warte. Kannst du... Ich kann gerade nichts. Was willst du denn? Dass ich einen Pflanzensaurier angreife und ihn zu... Angreife und zu dir locker oder was? Ich weiß es nicht. Mogi, du weißt, was die letzten drei Male passiert ist. Ja, aber hast eine Ahnung, meine ganzen Sachen liegen da hinten. Und ich will nicht, dass du ihn einfach aufhörst, ist ja auch doof. Wo ist er denn? Okay. Guck mal, du musst ihn ja eigentlich nur weglocken, aber... Ey, warte, ich töte den. Oh nein, er hat mich getroffen. Kannst du mich noch voll leicht töten, oder nicht? Ja, ich habe ja nicht mal eine Waffe, ich habe ja nicht mal einen Speer. Und ich bin fast tot. Guck mal. Jo. Guck mal, wie lange meine Leiche da noch liegt. Der ist voll und ganz auf mich konzentriert. Ich bin gerade voll weit weg. Komm schon, das ist wichtig. I know. Warum immer so ungünstig? Immer. Dann lasse ich einfach das, was ich gerade mache, obwohl das für mich irgendwie wichtig ist. Und dann sterbe ich einfach nur und reg mich unnötig auf, weil ich sterbe. Ich habe keinen Plan, wo der jetzt ist, der muss irgendwo sehr nah... Ja? Hätte ich das noch früher gewusst. Ich gebe mir auch nur 80 davon und dann sterbe ich eiskalt. Hättest du nicht eine Rüstung oder eine Waffe wenigstens noch haben können in deiner Base? Ich habe ja gar nichts mehr morgen. Ich habe dich darum gebeten, mir ein paar Sachen zu machen. Und du wolltest mir keine machen. Ich wollte mir auch Sicherheitsrüstung jetzt herstellen. Guck mal, es ist so wichtig. Geht schon mal eine Leiche, sie ist da nicht mehr lange. Das war für mich vorhin auch wichtig und du konntest mir nicht helfen. Thank you.
Nein, jetzt ist er schon wieder weg. Oh verdammt, ich muss gleich dort ihnen helfen. Unbedingt. Ich will das noch schnell hinkriegen. Das Ei, was Mogi gegessen hat, ob man wohl Eier ausschlüpfen lassen kann? Mogi? Ja, wo bist du gerade? Ich bin gerade in diesem komischen Buch. Okay. Ich komme, Mogi, ich komme. So. Mogi, was ich mich vorhin gefragt habe? Gerade gefragt habe, als du weg warst? Das Ei, was du aufgehoben hast, ne? Ja. Ob man zum Ausschlüpfen bringen kann? Ja, ja, das habe ich eigentlich ausprobiert und dann habe ich es außerdem gegessen, anstatt es zum Ausschlüpfen zu bringen. Hm. Ich meine, wie macht man so etwas? In den Topf legen? Ich würde es in den Topf legen. Unter dem Lagerfeuer, ne? Mhm. Okay, ich wette, so macht man eine Omelette oder so. Wo bist du gerade? Ich komme zum Haus. Hast du es überlebt? Ist der Dino noch da? Ja, wenn du sehr nah bist, sag mir Bescheid, weil dann gehe ich näher zu ihm hin, dann wird er aggressiv auf mich. Ja, sobald ich ihn angreife, wird er aggressiv auf mich. Du sollst ihn ja nicht angreifen, du sollst ihn nur meine Sachen holen. Okay, das ist eine Leiche. Soll ich dir da deine Leiche bringen, ins Haus? Pff, ins Haus? Wie willst du bitte schon reinkommen? Durch ihn laufen. Durch ihn laufen. Ich hab deine Leiche. So, was soll ich damit machen? Soll ich sie looten oder? Loote sie einfach, nimm alles raus und gib mir gleich die Rüstung, die auch noch drin ist und die Waffen und so. Die bleibt noch 5 Minuten, ne? Ja, toll. Wenn du innerhalb von 5 Minuten Pflanzenfresser hinlocken kannst, dass der nicht mich angreift, sondern den Pflanzenfresser. Okay, ich hab keinen Plan, wo der hin ist, er ist weg. Guck mal. Ja? Pass auf. Schau weg, Mogi, schau weg. Verdammt, er greift mich an. Ich schaff's nicht ins Haus, ich schaff's nicht ins Haus. Mogi, warum tust du das immer? Warum sagst du immer, Kuma, helf mir? Ich wusste nicht, wer Dreckinseln sterben. Warum hat er denn noch einmal auf mich? Pass auf, der kommt gleich wahrscheinlich direkt zu dir. Rennt er zu dir? Nein, er frisst dich. Nein, ich sehe ihn. Warte, du bist jetzt gerade im Haus drin, ne? Warte, ich habe aber einen Plan. Und zwar? Warte einfach kurz. Mogi, ich glaube, er kommt zu dir. Er steht hier jedenfalls noch. Was macht der Mogi? Warte. Okay, er kommt in mein Haus. Der kommt da nicht rein, der passt da nicht durch. Wahnsinn. Super, jetzt bin ich in meinem Haus eingesperrt. Na du? Steck den Kopf doch wieder hier durch. Warte, warte, du meinst doch eben, ich sollte nicht gucken, ne? Mhm. Hast du etwa das getan, was ich denke, was du getan hast? Ja, ich wollte Nummer 2 wegschaffen, bevor du seine Leiche nochmal sehen musst.
um den sentimentalen Gefallen zu tun. Ich habe ihn aufgegessen. Okay. Komm wieder hier nach vorne, hör auf hinterm Schrank zu chillen. Okay. So, da wäre ich. Erst da hinten. Okay. Lauf mal kurz außen rum. Hast du es uns auf? Nein, gerade nicht. Ich bin drin. Komm rein. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht springen, laufen. Ich bin nicht gesprungen. Lauf einmal ums Haus rum und lauf nochmal rein. Ich bin tot. Läuft bei dir. Egal, halt ihn vorne an der Tür. Das heißt, wenn er da steht, bring ihn dazu, dass er mal ganz an der Tür steht, okay? Ich versuch's, aber... Der hängt aber nur fest. Du musst die Musik hören, okay? Jo. Ich schieße mit der Zwille ab die ganze Zeit. Warte, mit der Steinschleuder? Ja. Oh mein Gott, du kannst dich damit betäuben, ne? Ich weiß es nicht. Doch, kannst du. Ich habe damit auch schon jemanden betäubt. Er zerstört meinen Eingang. Wenn er hier reinkommt, bin ich tot. Er hat meinen Boden zerstört. Danke, dass du mein Haus zerstörst, Mogi, so nebenbei, ne? Warte, warte, ich komm gleich wieder, ich komm gleich wieder. Er greift die Wand an. Wenn er da durch ist, Mogi, dann bin ich im Eimer. Er ist betäubt. Was? Er ist betäubt? Töte den, töte den. Der ist Level 80, den kriegst du eh nicht. Töten wir den. Schnell, bevor der aufwacht. Ich glaube, er ist tot sogar, oder? Ja, er ist tot. Ich sammle gerade Fälle. Oh, wow, Miet. Eins Rostfleisch. Alter, mein Gott. Der war jetzt aber auch echt mies. Gib mir einen Holzboden, bitte. Bitte. Was? Hast du einen Holzboden für mich? Ein Holzboden? Nee. Momentan habe ich... Aber ich kann dir gleich einen machen. Da kann ich den schon mal hier wieder reinsetzen. Außer etwas. Ich kann dir einen machen, wenn du willst. Ich sammle dann... Sammel du auch Holz, damit du mir Wände machen kannst gleich. Ich sammle auch schon für deinen Boden. Alter. Oh Mann. Zum Glück habe ich diese Zwille. Und viele Steine immer mit Tag gehabt. 45, 4, 53. So, also, so eine musst du immer in der Kiste haben, okay? Weißt du, was das Schlimme dran ist? Was? Was denn? Mein gerade gezähmter Dodo ist tot. Oh. Das war deiner? Ja. Ich hab draufgehauen. Deswegen habe ich so lange gebraucht, um zu dir zu kommen. Aber, keine Sorge. Der war schon tot. Bevor ich draufgehauen hab. Einer oder Dino hat ihn gekillt, wahrscheinlich. Okay, ich hab Nummer 2 verloren und du hast, wie hieß er? Der hat noch keinen richtigen Namen. James Bond. Ich hab 3 Brillen, ne? Brillen. Mhm. Was ist mit Brillen? Mann, ich hab sie ein. Krieg ich hier jedes Mal neu, wenn ich sterbe. Ach so, diese Brillen, mit den Brillen kannst du, das sind Brillen für Dinosaurier, ich kann es denen aufsetzen. Insofern, dass du das Aussehen des Sattels. Ich hab 93 Flint, läuft. Okay. Ich habe alles erstmal weggeschmissen. Hier liegt ein paar Sachen vorm Lagerfeuer, tut mir leid, die respawnt halt. Ja, ja, das respawnt ja eh nach einer Zeit. 2 Minuten. Das ist zu krass, ey. Zu krass. Okay, ich brauche ganz viel Fieber, brauche ich. Also 15 brauche ich für einen Holzboden. Also, aber nee. Welches? Wo ist er denn, der Holzboden da? Benutzt gar keine Beeren mehr. Nee. Und hier der Boden ist auch schon wieder angedamaged. So, jetzt. Umar, wo bist du? Ich repariere gerade meine Sachen. Ah, hier da bist du. Warte, hier ist dein Holzboden, den du bestellt hast.
Oh, danke. Kannst du mir Holzende machen, ist ja so nett. Könnte ich. Boden. Keine Piranha ist jetzt blöd. Piranha. Ich brauche aber Items dafür, ne? Ich habe deine Sachen nicht aufgehoben. Ich habe sowieso kein Holz und kein Fieber gehabt. Weil ich davor schon ein paar Mal gestorben bin. Items dafür habe ich selber nicht gerade. Weil ich muss ja selber gerade alles. Ich sammle ja gerade alles selber für mich, noch für meinen Boden. Boden, ich bekomme jetzt Touch. Als ich dabei war, meine Hütte zu bauen, hast du dich auch beschwert. Ich gehe hier Sachen zähmen und du brauchst an deinem Haus. Jetzt war ich am Sachen zähmen und töten und was auch immer. Und du brauchst an deinem Haus. Und dann rufst du mich auch noch die ganze Zeit. Ja, weil ich das nicht das Geld habe, weil ich das nicht benutzen kann. Nicht so wie du. Tja. Ich bin noch 3 Skillpunkte leider nur. Dann bald wieder ein Level up. Also Hälfte bin ich gerade erst, aber bald wieder. Wenn so ein T-Rex kommt, ne? Dann sind wir glaube ich richtig im Eimer. Puh. Da habe ich noch gar nicht so dran gedacht, weil jetzt mal im Ernst, wenn er wirklich so ein riesiger T-Rex, du hast ja gesehen, der bringt ja sowieso schon beim Laufen alles zum Leben. Der beißt ein, zweimal. Oh, da ist ein Skorpion. Skorpion, den kannst du auch zählen. Soll ich ihn aus dem Weg gehen oder soll ich mit den Fäusten angreifen? Nicht mit den Fäusten. Den töten kannst du versuchen, aber sonst so, ne. Der wird wegrennen, sobald ich ihn angreife, genauso wie die anderen beiden. Natürlich nur kratz. Yay. Ach, Steine. Ich glaube, die Sträucher sind damit Steine. Mehr Steine. Ja, da habe ich ein paar Bären. Nice. Ich könnte noch mal eine Leiche suchen, ne? Okay, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Ich habe so viele blöde Bären. Bären. So viele blöde Bären. Du kannst ich eigentlich fucking sagen, aber das macht man ja nicht. Du kannst mir aber deine ganzen blöden Bären geben, wenn du die nicht haben willst. Nein, ich habe ja keine mehr. Ich hatte. Bevor ich gestorben bin und meine Leiche einfach verschwunden ist. Was war denn das? Okay, wo ist der Boden denn? Ich hab mich so erschrocken gerade schon wieder. Ich höre einfach nur diese Fußstapfen einmal duf. Was war's denn? So ein blöder normaler Pflanzenfresser. Oh, wenn ich sie nicht erst auch noch aus dem Auge verlieren würde, wäre das Ganze einfacher. Da hinten läuft er. Okay, das ist gerade alles ein bisschen doof. Ich brauche nämlich echt viel Fieber. Ich weiß, das heißt nicht mehr so Fieber. Wie heißt es denn? Ich weiß nicht, so wird wahrscheinlich anders ausgesprochen. Mauam. Nein, so auch nicht. Aber so in der Art vielleicht. Hm. Vielleicht. Das sind Blödsinn hier. Aber das mit den schwarzen Bären klappt wirklich, ne? Wenn du schwarze Bären benutzt, wächst die Zeit wieder. Bei dem anderen, also wie heißt es? Der Balken geht trotzdem hoch, ne? Der untere. Mhm. Okay, das ist cool. Also ich. Nein, du kannst nicht nur schwarz reinkriegen. Du musst reingehen und dann Use Item machen. Aber Use Item, dann benutzt du das doch selber, oder? Nein, tut man nicht. Hab's getestet. Alter, die Zwille ist fast nicht zu gebrauchen. Wenn man am eigenen Haus eingesperrt ist und da so ein Dino den Weg zersperrt, dann... Jupp, später stehen wir einfach mit so einem Gewehr, schießen einmal und dann liegt der Dino da.
Tja. Oder wir sagen einfach unserem T-Rex, der soll den mal eben fertig machen, weißt du? Ich sterbe gerade um Level 88er Spucksaurier etwas. Ja, bin gerade dran gestorben. Aber bei so einem Level 88er würde ja meine Nummer 2 hätte mich ja beschützt vor dem. Deine Nummer 2 ist tot. Ich hätte doch ruhig von am Bett gekriegt, oder? Ja, ich leider. Bin am Bett. Sieht nur nicht so aus. Aber Nummer 2 hat sich Mühe gegeben. War für mich da. Ach, du bist hier. Ja, ich bin gestorben. Wie schon gesagt. Oh, ich glaube, die Folge wird wieder zu lang. Willst du ja schon beenden oder was? Na, noch nicht. Aber nicht, dass die hier schon wieder eine Stunde und 20 Minuten lang wird. Boah, wie mein Leben runtergehen, wenn ich schlechtes Essen esse. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil die laden sich ja wieder auf und mein Essen geht dadurch höher. Beachte mich nicht, beachte mich nicht, beachte mich nicht. Wer soll ich nicht be- Oh, was soll das? Level 60 Schildkröte, ich überlege gerade, ob ich die angreifen sollte. Ja, ich auch. Ich wollte die angreifen, ich wollte meine Sachen holen und zurückkommen. Also ich werde sie angreifen, wenn du es nicht jetzt schon tust. Mein Gott, was ist gerade los? Meine FPS sind so niedrig und es laggt. Ich weiß nicht, hast du ihn angegriffen? Daran. Ich hab den nicht angegriffen. Nee? Willst du ihn angreifen? Ja, sowas von gerade, aber jetzt gerade nicht, weil es irgendwie leckt und das verwirrt mich gerade ein bisschen. Tja. Oh mein Gott, ich muss damit aufhören, was soll das? Warum leckt das so? I don't know, stell deine Qualität doch weiter runter. Nee. Es leckt ja sonst nicht, es ist gerade nur gewesen, ich weiß nicht warum. Hey, das war Schildkröte. Was soll schon Großes passieren? Ich weiß es nicht. Auf den Kopf, Mogi, auf den Kopf. Witzig, es leckt. Das habe ich sonst nie. Solche Riesenlecks. Oh. Hä? Okay. Gehst du? Willst du nicht mehr? Sie hat aufgehört, mich anzugreifen, dass ich mein Leben aufladen und so. Und ich will wissen, ob es auf einmal so laggt, das ist gerade passiert. Ich habe ihn 20 Mal ins Gesicht getroffen, aber nichts passiert. Morgi ist voll eingeschwächt, ich brauche noch Knochen, help! Verdammt! Gönnen sie dir! Ich habe sie 20 Mal aufs Gesicht getroffen ungefähr. Ich kann nicht im Bett spawnen. Ich weiß ja, wo ich spawne ungefähr. Das spawne ich auf einmal ganz woanders, obwohl ich den Weg jetzt voll auswendig kenne. Stimmt, glaube ich sogar fast. Ich muss Richtung grünen Turm. Grüner Turm. Danke Mogi für den Tipp mit dem grünen Turm. Ich weiß, das hast du mir schon zweimal gesagt, aber das zweite Mal ist es erst angekommen. Was denn? Mit dem grünen Turm. So. Jetzt kann ich auch gefallen, wie nah wir dran sind. Irgendwann laufen wir zum Turm, aber erst wenn wir bessere Klamotten haben. Nicht nur Warmhalteklamotten, sondern auch. Ja, ich glaube, in dem Turm kann man einen Boss spawnen lassen bei solchen Türmen. Ich hab deine Leiche und renn weg, aber nur in Zeitlupe, weil ich zu schwer bin. Hast du ihn angegriffen?
Wovor rennst du dann weg? Ich wollte dich Richtung Base bringen. Oh. Friendly. Oh mein Gott, wenn ich dich loslasse, bin ich dann leichter eigentlich? Ich bin an unserem alten Futterplatz. An unserem alten Spawnpoint. Ja, du wiegst so viel, dass ich dann langsamer werde. Danke. Ich weiß nicht, ob ich die Schildkröte gleich nochmal angreifen sollte. Oh verdammt, jetzt bin ich schon halb tot, weil ich mich verletzt habe. Jetzt kommt am besten noch ein Piranha und dann bin ich tot. Weil hier kann ich jetzt durchlaufen. Aber bin schon wieder fast verdurstet, also muss ich gleich ins Wasser. Die sieht nicht mal angeschlagen aus. Ich weiß nicht, ob sie regenerieren. Glaubst du, die Dinosaurier regenerieren? Regenerieren. Mein Kleiner hat ja auch mal, hier Nummer 2 hat auch mal wieder regeneriert. Ja, Nummer 2. Bin ich das? Ich hab doch mal Leiche zur Base gebracht. Ja, ich war auf dem Weg dahin und dann habe ich's gelassen, weil, boah, ich bin einfach in Zeitlupe gelaufen, weil du so schwer warst. Genau. No. Ah, Fettsack. Ich will überlegen, ob ich nochmal angreife. Mogi, machst du mit? Nee. Warum nicht? Ich hol mir lieber Nummer 3 und Nummer 4 und Nummer 5, alle gleichzeitig. Ehrlich? Du holst dir gerade 3 auf einmal? Nein, war Spaß, ich hol... Ein Dudu, der greift ja nicht mal an, wofür soll er eigentlich gut sein? Ich habe keinen Plan. Ein was? Ein Dudu. Kein Plan. Holst du gerade ein Dudu? Nee, also da war gerade einer und da hab ich kurz überlegt und hab mir gedacht, die sind doch eh für nichts gut. No. Wir wollten eine Dodo-Farm machen, darum. Das ist unser Ziel in diesem Spiel. Ist ja schon cool, wenn man so einen Dodo reiten könnte, oder? Oh 25 Gott. Steine und ich habe nicht mit Steine. Wahrscheinlich geht es natürlich auch nur bergab. Natürlich. Normal. Kein Fisch. Oh, ich bin gerade bei Level 40, dachte ich bin 15 schon. Weil ich war gerade auf dem Weg zum Blau, grünen Licht, weil ich in der Nähe war, unter Wasser aber. Deswegen war es gerade ein bisschen... So, länger warten. Jetzt. Noch 2 Steine wieder gekriegt, verdammt. Erstmal Steine sammeln. Ach, Mori. Meine Hose ist kaputt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin nackt. Läuft bei dir. Oh, Fieber fehlt mir. Da wo ich gerade sowieso die ganze Schwimmmenge dabei habe, das ist doch super. Und wie läuft's? Bei mir. Ich finde nur Flint gerade, ne? Ich suche nach Stein. Wow, ich habe einen Stein auf einem riesengroßen Felsen gekriegt und nur Flint. Ganz viel Stein. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, was ich versuche zu craften. Mein Gott. Ich bin gerade wirklich gestorben.
Woran? An einen Fisch und zwei Fliegen. Lol. Lass dich doch nicht so einfach killen. Was? Lass dich doch nicht einfach so einfach killen. Ja, ist gerade auch. Ich find's auch ein bisschen peinlich. Hast du Schlafsack für mich oder nicht? Nope. Guck mal, ob ich einen craften kann. Kannst du ein Bett craften? Nein. Ich habe auch nur 3 Skillpunkte. Das wäre schon cool, wenn du ein Bett craften könntest. Mal bitte. Dann muss ich kann auch keinen Schlafsack craften. Oh mein Gott, dann musst du zuerst craften können, um Bett zu craften. Muss ich? Ja. Nein, ich kann gerade keins. Einfach nicht die Ressourcen dazu. Oh, ich habe nicht wirklich aufgepasst. Ich weiß gerade nicht, ob ich im Wasser gestorben bin oder am Land. Also ich habe echt keine Ahnung, wie man das benutzen soll. Gerade kurz dachte ich, man kriegt daraus aus dem Grundwasser Stuff. Man kann sie ja nicht mal miteinander anschließen, also... I don't know. Und wenn ich davor stehe, drin stehe, was auch immer, kriege ich auch nicht. Oh, kein Plan. Was machst du denn? Ein Steinwasserpipe-Ding. Oh mein Gott, ich finde meine Sachen nicht wieder. Läuft bei dir. Ich kann Samen pflanzen. Ich hab Samen. Was mache ich mit den Samen? Pflanzen, okay, aber... Oder essen. Essen. Okay, essen. Genauso unnötig irgendwie. Was mal, Samen isst man hier? Scheint so. Oh Mann. Du bist nach links gegangen, ne? Komm auch mal nach Richtung links. Obwohl ja, links immer so tödlich ist. Inseln. Du hast nicht diese riesengroße Fleischfresser? Auf den Inseln sind keine Fleischfresser, sind alles Pflanzenfresser hier. Letztens war doch einer gewesen. Kannst du mal bitte den Piranha töten, der mir jetzt hinterher schwimmt, während ich meine Sachen suche? Leider nicht. Au, ich sterbe. Ich bin gestorben. Verdammt, es kam 2. Damit hätte ich rechnen sollen. Was war denn? 2 Schildkröten. Die eine war auf Level 4. Ja, du weißt ja, die tun sich zusammen. Wenn einer angegriffen wird, dann... Der andere war auf Level 44. Oh, ich hab gesagt, die waren nur Steine. Verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Soll ich in den nächsten 5 Minuten mal wieder nicht sterben? Sonst muss ich wieder laufen, okay. Auch nicht so die Welt, aber trotzdem. Okay, Dino-Code. Hier haben sie mich auseinandergenommen. Wo ist meine Leiche? Hier hat da einer hingeschissen? Nein, wo ist meine Leiche da? Oh, Alter. Geh weg, Fisch! Ich kann nochmal neu anfangen. Es kann nicht sein. Wieso spielen wir denn so grottig schlecht? Ich weiß nicht, was machst du denn die ganze Zeit? Ich bin jetzt am Fisch gestorben. Warum? Weil er mich angegriffen hat, als ich meine Leiche unter Wasser gesucht habe. Läuft bei dir? Level 40er Schildkröte. Level 4er Schildkröte, steht hier ganz alleine. Mogi, bist du in der Nähe des Spawns zufällig? Ich weiß nicht, ich kann die Level 4er Schildkröte noch nicht angreifen, oder? Alleine? Ich weiß es nicht, ich kann nicht einschätzen, wie stark die sind.
ihn gehittet und renn mal weg, dass sie mir nicht hinterher rennen. Ah, die andere kommt glaube ich auch her. Obwohl sie weit weg war. Ja, die Level 4er hat mich in Ruhe gelassen. Die Level 44er kommt auf mich zu. Immer noch. Ach man. Ich wollte den einen vom anderen weglocken. Müll. Lass ich sein. Lass mich raten, Level 88 hier vorne, hm? Level 16. Der von eben. Oh Mann. Ich wollte das doch mit den Zähnen sein lassen. Ja, ich glaube auch, wir sollten uns wirklich mal darauf konzentrieren, einfach nur ein bisschen zu bauen, sammeln. Und dann, also uns hochrüsten und dann vernünftig zähmen. Ohne dass wir immer sterben. Nein, gebrochener Knochen, verdammt! Nicht weg, 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 weg. Du findest deine Sachen ja wenigstens meistens immer wieder, ich nicht. Ja, weil ich versuche nicht allzu riskant zu gehen. Wenigstens finde ich den Rückweg jetzt halbwegs wieder. Was? Wenigstens finde ich den Rückweg jetzt meistens so halbwegs wieder. Lass uns gleich mal zu zweit auf die Schildkröte vor unserer Base losgehen. Warte mal, man kann sich ja auf, du kannst ja auf den Rücken einer Schildkröte springen. Theoretisch kannst du ja versuchen drauf zu klettern und von oben drauf hauen. Hm. Versuch beim nächsten Mal. Oh, damit 8. Oh mein Gott, ich nehme nicht mehr auf. What? Oh, das ist ein Fleischfresser und ein Pflanzenfresser ineinander. Ich glaube, die bekämpfen sich, aber ich schaffe es nicht, sich zu bekämpfen. Wieso nimmst du nicht mehr auf? Ich weiß es nicht. Der will auch nicht, der will nicht mehr starten. Deswegen würde ich sagen, wir beenden jetzt hier die Folge, also auf deinem Kanal, bei mir ist es schon eher. Ich muss erst nach Hause laufen. Ich bin mitten im gar nichts, diesen überall spuckende Mini-Dinosaurier. Ich muss erst irgendwie nach Hause kommen, Entschuldigung. Ja, ja, alles gut. Bei meinem Kanal hat es schon eher aufgehört, sehe ich gerade. Kann sein, dass mein Speicher voll ist? Nein. Sicher? Ich minimiere mal kurz. Ich hab... Nein. Wo steht denn, wo ich speichere? Es ist schon 4 Uhr, ne? Ehrlich? Ja. Okay, ja. Wir haben auch zweimal, dreimal paar Stunden aufgenommen. Dann würde ich jetzt aufhören, weil ich will morgen noch zu meiner Freundin und ich muss eine Inline abfahren und das ist voll meh, weil meine Mutter nicht da ist und no. Meine Oma mich nicht bringen will. No. Warte kurz, ich bin immer noch in der Aufnahme, ne? Ich muss nur irgendwie... Weiß ich. ...wegkommen. Das heißt, ich muss um 11 Uhr aufstehen. Spätestens, frühestens. Frühestens. Nein, spätestens. Doch, spätestens muss ich 11 Uhr aufstehen. 10 Uhr frühestens, so ungefähr, ja. Verdammt, ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich mich diesmal verlaufen. Nicht schlimm verlaufen, aber ich bin direkt beim grünen Stein angekommen und immer noch nicht zu Hause. Okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Ich muss sagen, hi, Moment. Ich muss mal kurz stehen bleiben, um mich aufzuruhen. Ich muss meinen Speicher ändern. Ich hab 24 Fleisch, ne? Nicht mehr 24, aber so 20 um den Dreh. Ich werde alles jetzt weg sein, eiskalt. Ja, mein Speicher ist voll. Ich muss den Speicherort ändern. Tja, Morgen. Da siehst du mal mein Problem immer. Nein, nein. Mein Speicher war da sowieso extrem voll. Shadowplay. Ich bin fast zu Hause. Also da stelle ich mich gleich in mein Bett und guck mal nach und ich wette mit dir, die Respawn-Zeit wird vorbei sein. Oh, ich bin dann verdurstet. So, E, Inventar. Take mal alles. Es wird der Tag kommen, wo ich alles droppen klicke aus Versehen. Ich kann mal kurz ins Wasser trinken, das ist gerade nach. Bitte kein Spanier.
Muss immer so tief ins Wasser. Das Pumpe wäre perfekt. Okay, betrunken. Schildkröte ist immer noch hier. Ich greife die ausnahmsweise mal nicht an. Ich habe uns Wasser gepupt. Das geht. So, und Respawn-Zeit ist natürlich schon vorbei. Klamotten wieder anziehen, ich werde es zunächst mal vergessen. Ich ziehe es in die Steine. Glaubst du, die Sachen in der Kiste vergammeln auch? Ja, ne? Ja. Müsste eigentlich. Aber ob sie es tun? Ja, klar vergammeln die. Später kann man, glaube ich, Kühlschränke noch machen und alles. Wirklich? Ja. Verstummt. So, ich habe die Aufnahme wieder gestartet. Ehrlich? Ja, tut mir leid wegen der Unterbrechung gerade. Ich hatte ein Problem mit meinem Speicher. Mir ist das jetzt aufgefallen, dass ich nicht mehr aufnehme. Jetzt, ich weiß nicht genau, wo ich jetzt weg war. Muss ich später mal gucken, weil ich habe jetzt einen Speicherort geändert. Und jetzt müsste ich fast wieder einen Terabyte frei haben. Bam, bam, bam. Es leckt gerade, weil es, glaube ich, noch am Verschieben ist. Ich will nur, Mann. Das. Gib mir das. Das. Ach ja, und ich bin auf jeden Fall eben gestorben. Hast du geguckt, wo deine Aufnahme aufgehört hat ungefähr? Nee, ich weiß es nicht. Das guckt man doch nach. So, Morgi. Von mir aus können wir die Aufnahme jetzt beenden. Genau, aus dem Grund habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall, wir werden jetzt hier sehr wahrscheinlich beenden. Wie ihr gerade sagt, lege ich mich mal hier schon mal hin. Guck mal, ich komme mal bei dir mit ins Haus, ne? Ja, ja, ich stehe hier drin. Ih, du bist ja nackig. Kein Ernst jetzt. Perversling. Nein, ich habe jetzt das gecraftet. Guck, ich bin nicht mehr nackig. Was kommt jetzt? Wenn jetzt Handschuhe oder so kommen? Hier, guck, ich bin eh nackig. Punkt, Punkt, Punkt. Siehst du? Hey. Okay, mach ich so, dann sieht man das besser. Guck. Okay, alles cool. Und eine Hose habe ich auch noch. Immerhin. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Oh, guck mal, die Schildkröte läuft direkt vor der Tür lang. Lass sie uns doch angreifen. Ich hab die Zwille. Guck mal. Ich hab die Zwille. Ich töte sie guck mit mal. Der Zwille. Komm schon. Guck mal. Ja? Oh, warte, ja, warte, das ist ein Plan, warte. Bleib hier stehen. Ich schlag sie und renn ins Haus. Warte, geh mal kurz weg. Warte, oder? Ich muss sie nur mit der Zwille treffen. Alter. Die Zwille, ich lass, ne? Mich mal, lass mich kurz raus und lass mich dann gleich wieder reinrennen. Dann okay. Okay, geh vor mir weg. Da ist sie. Der geht geh einfach weg. Mach ich kann sie gerade dadurch trotzdem treffen. Nein, meine Zwille ist kaputt gegangen. Und ich kann sie wow, nicht reparieren. Das ist ja so. Ist auch fast tot? Nein, noch nicht. Was brauche ich alles, um sie zu reparieren? Ah. Holz, Stein, alles, gib her. Also jetzt reparieren? Nein, das fehlt mir noch. Guck mal, also ich bin jetzt meine Aufnahme hier und sag bis zum Einheit. Nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Mogis Zuschauer. Schon zu spät. Genau, ich hab's gehört. Ich habe voll drauf gehauen, so patsch. Super Item, so zack, zack. So, ich bin weg vom Server. Was? Ja.
Okay, ich habe meine Zelle repariert und hau gerade immer weiter drauf. Da krieg ich sogar bezahlt, Morgi. Das ist aber sehr nice. Okay, das ist eine geniale Idee immer mit diesem Custom. Wir brauchen extra so einen ich töte dich Raum. Da haben wir dann so eine Kiste mit solchen Dingern drin. So was von. Eine Tür und dann besteht das einfach nur noch aus Wänden. Alter 4. Ich schneide immer noch, was soll das? Ey, gerendert. Sieht gerendert. Das ist eine andere Schildkröte, die mich jetzt angreift, nachdem ich die erste tot habe. Die nimmt mein Haus. Tot oder betäubt? Hm? Tot oder betäubt? Betäubt. Ich guck mal irgendwo meine. Naja, ist doch egal, töte die einfach und dann geh auf. Ich komm nicht aus dem Haus raus. Die hängt in der Tür. Geh doch einfach auf, dann gehen die wohl weg. Naja, ich guck mal eben, wo meine letzte Aufnahme will. Okay. Mach das. Ich greife gerade meine Wand ein. Und es wird auch noch nach. Da wo die Level 44er Schildkröte dich gerade getötet hat, oder zumindest versucht hat. Ehrlich? Ja, da ist mit die abgekackt. Okay, die Holzwände sind stabil genug, um mich Schildkrötenangriff zu überleben, scheinbar. Erstmals. Ich frag mich, was ein T-Rex dazu sagt. Okay. Sie hat das obere gerade eingerissen. Und das zweite obere. Mein gesamtes Dach stürzt in sich zusammen. Oh mein Gott, lass den. Aber die Holzwände stehen. Das ist aber sehr schön. Ich lieg unter deinem Bett. Na, ich versteck mich da. Oh weh, ich bin tot, wenn ich mich mal einlogge. Und ich kann das Teil aber jetzt angreifen, immerhin. Versuchst du das gerade zu zähmen? Nein, ich töte es. Oh, es hat meine Bude eingerissen. Komplett? Ja, auch die Holzwände. Ey, lass den Scheiß, Mann, ich lieg da drin. Ja, ich bin tot. Ich respawne im Bett. B, es greift mich da noch an. Es hat meine Leiche getötet. Macht das doch normalerweise nicht. Vielleicht hast du es sehr verärgert. Naja. Okay, ich lerne gerade zweimal Kohle auf dem Boden. Ich habe meine Aufnahme schon beendet, ne? I know. Ich kann gerade nicht. Die Schildkröte ist noch in meinem Haus und bombt sich gerade raus. Und ich komme gerade nicht an meine Leiche an. Okay, kann meine Leiche sehen? Dann komme ich an sie an. Oh mein Gott, seitdem wir aufgenommen haben, also seit die erste Folge fertig ist, seitdem rendere ich die schon, ne? Ehrlich? Ja. So, ich habe alle meine Items, so. Oh Mann, meine Zelle ist kaputt gegangen, leider. Und meine Kiste ist kaputt gegangen. Oh, Mogi, du liegst aber noch. Du bist immer noch unter meinem Bett, ne? Ja. Also keine Sorge. Das ist doch schön. Naja. Verabschiede dich. Ich kann mich gerade nicht ausloggen. Doch. Doch, das kannst du. Wirklich nicht. Das siehst du dann später alles in meiner Aufnahme. Ich kann mich gerade wirklich nicht ausloggen. Ich. Nein, will ich nicht. Ich will es gar nicht wissen. Die Schildkröte greift mich an.
Oder greift die mich gar nicht an? Ich weiß es nicht. Wenn ich mich nochmal angreife, dann ist es voll die Hölle. Also die Schildkröte nur gerade mein Haus auseinander, weil sie feststeckt. Oh. Das ist so viel Arbeit, das wieder aufzubauen. Soll ich mir geholfen ein bisschen? Ich stecke nur auf den Boden fest. Der ist draußen. Mein Schrank ist weg. Wenn die Aufnahme, guck mal, du nimmst es gleich sehr lange auf. Sehr, sehr lange. Verdammt, ich bin überfüllt, ich kann mich nicht bewegen. Die Schildkröte zerstört mein gesamtes Haus. Guck mal, lass das. Ich weiß nicht warum, sie wird nicht aufhören, sobald ich weg bin. Oh wie, ich sterbe. Ich wüsste nicht wie. Wenn du dich mitten im Kampf ausloggst, was erwartest du? Ich habe alle Sachen aus dem Schrank genommen und... Ich kann noch einen Schrank aufstellen. Ich komm nicht ran, verdammt! Gute Idee, die noch anzugreifen, guck mal, super. Du hast ihn angegriffen. Für dich. Chat-Pin-Code, okay. Oh Mann. Das ist gerade so heftig. Kuma, sei endlich fertig, weil ich will auflegen. Ich kann nicht. Warum? Weil die Schildkröte immer noch hier ist und mein Haus auseinander nimmt. Oh. Ich denke mal, das ist nicht so gut. Sie nimmt einfach alles auseinander, was hier ist. Vielleicht will sie eigentlich nur mich und kämpft sich jetzt durch. Das kann schon sein, ich weiß es nicht. Nein, sie nimmt jede Ecke einzeln auseinander. Warum tötest du sie nicht? Wenn du sie angreifst, siehst du auch die Aggro, ne? Ja, das will ich ja aber auch nicht. Naja. Morgi, sie greift dich an. Was? Sie greift dich an, du hast gerade geschrien. Nein, ich komme jetzt nicht mehr online. Ich habe zwar gerade gestartet, aber ich komme nicht mehr online. Du kriegst Schaden. Ja, dann fangen wir gleich nächstes Mal wieder auf Null an. Und du loggst dich jetzt aus. Ist mir egal. Ich kann mich jetzt nicht ausloggen. Okay, ich logge mich jetzt wirklich aus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Schildkröte. Ich wollte diese Schildkröte hier zähmen. Aber ich bin mir sicher, dass du das schon wusstest, dass ich das gerade mache, oder? Ja. Ich nehme mal das Fleisch raus. Das ist okay, oder? Es tut mir leid, Schildkröte. Sie stirbt nicht! Vielleicht soll ich nicht auf den Panzer hauen. Das ergibt Sinn. Sie stirbt trotzdem nicht, sie kriegt fast keinen Schaden. Alter. Die war noch mehr als Hälfte am Leben, ne? Ist jetzt aber bis zur Unendlichkeit betäubt. Ich hätte sie auf jeden Fall zähmen können. Es hätte lang gedauert, aber ich hätte auf jeden Fall... Nächstes Mal mache ich das genauso. Ich baue extra dort ein Gebäude hin. Nur um... Ich krieg Krallen und Fleisch und Krallen und Fleisch und... Oh, die Schildkröte hat aufgehört. Wow, weißt du, was übrig ist vom Haus? Was? Die Ecke, wo das Bett stand. Nur noch. Nur noch die Ecke, wo das Bett stand. Na gut, ich logge mich jetzt direkt neben dir aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.